Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge des Landwirtschaftssimulator 22 hier im Playtest. Wir gehen in zwei Dinge rein, einmal in die Sojaernte und einmal in die Baumwollernte. Jawohl. So. So, ja, wollen wir mal loslegen? Ich weiß gar nicht, ob ich hier die Strecke schon eingefahren hatte auf dem anderen Feld, aber wir sehen, die Baumwolle ist fertig. Und damit ja auch unsere Produktionszweige, was ja auch jetzt so ein bisschen noch Sachen ist, die wir gegenwärtig testen wollen. Gut. Wir gehen kurz in den Abfahrer rein. Wir machen hier wieder unseren Kurs aus Fahrzeug löschen. Den Kurs laden wir, aktivieren ihn, gehen hier drauf, gucken, passt alles wunderbar. Ab geht die Lucy. Ja, und ihr habt mich darauf hingewiesen, es gibt jetzt auch das Mini-HUD für Crossplay. Welches sich hier auf Anhieb gerade nicht die richtigen Tasten gedrückt habe. Dieses ist es nicht. Dieses ist es auch nicht. Ich bin verwirrt. Ich dachte, ich hätte eine Taste festgelegt. Könnt ihr auch machen. Übrigens, vielen Dank für all diejenigen, die sich bedankt haben dafür, dass ich dann die Sachen wie Crossplay und Co. ab und zu dann auch mal in kleinen Häppchen erkläre. Und die schreiben, ja, das hat mir in meinem da, Steuerung umschalt links und C. So. Da habe ich drauf geklickt. Soll starten beim ersten Wegpunkt, Arbeitsbreite eingestellt, Helfer einstellen, zack, bumm, fertig, aus, läuft. Gut, dann Abfahrer haben wir hier. Feld 40. Dann gucken wir, wo wollen wir denn das Ganze hin verkaufen? Ich denke mal wieder Richtung Capri-Sonne mit dem Zug. Sojabohnen. Ja, also deutlich bester Preis in Capri-Sonne. Natürlich wahrscheinlich wieder im Winter. Ich muss mal meine schlaue Liste hier holen und könnte das nachschauen. Wir stellen das mal ein hier. Genau. So, müssen wir mal meine Rollenspielwürfel mal eben an die Seite packen. Ob ich denn meine Listen hier... Soja. Das ist das Soy, ne? Soybeans. Da kriegen wir den besten Preis, habe ich mir notiert. Im Juni, Juli. Okay. Jedenfalls nicht im Oktober. Und ja, einen schönen Tipp, den ich gerne noch rausgreifen würde, von einem Zuschauer, der da schrieb, wegen den Ballen und so, dass das immer so ein bisschen blöd ist auf dem Feld, dann mach's doch so, dass du einfach das Vorgewende als letztes machst. Ist eigentlich eine gute Idee. Das Problem hier ist nur, da werde ich höchstpersönlich von meinen Zuschauern gelünscht, wenn ich es wagen sollte. Wenn ich es wagen sollte. Hat der eine Anhängerkupplung? Nee. Wenn ich es wagen sollte, durch das Getreide durchzufahren, was ich dann ja permanent machen würde. Krass. Ja, und da ist unser Baumwollernter, damit geht es los. Jetzt müssen wir gleich noch einen Abfahrer organisieren. Haben wir den Trecker mit dem Klaas-Anhänger. Ja, und dann habe ich übrigens weiter Mehl gefahren. Und ja, auch das ist, wie einer meiner Zuschauer sich schon angewöhnt hat, von mir zu übernehmen, in den Kommentaren zu schreiben. Ebenfalls eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Auch hier die Ballen fliegen in irgendwelchen merkwürdigen Orbitalpositionen rund um die gesamte Welt. Nur nicht auf den Wagen drauf, so wie es eigentlich sein sollte. Ist mir persönlich ein Rätsel, aber dafür habe ich Abhilfe. Und zwar habe ich einen kleinen Autoload-Anhänger, den werden wir uns gleich angucken, ob der dann funktioniert. Aber jetzt geht es ja erstmal um Baumwolle. Oh, da wird hier das Ganze mal hochgeklappt. Und dann geht er hier vorne runter. Und dann könnten wir eigentlich hier den normalen Helfer nehmen.
Aber ja, dann wird's, dann geht's los. Und dann fährt er hier relativ zügig, muss ich sagen. Durch die Baumwolle durch. Ich habe aber so ein bisschen Zweifel, dass überhaupt auch nur eine Lage Baumwolle dabei rauskommt. Das sieht mir also wenig aus. Guck mal, 1% jetzt erst. Und wir haben ja schon fast das ganze Feld geerntet. Das heißt also, Baumwolle wahrscheinlich auch wieder so eine Sache. Guck mal hier, wie schön ich gestapelt habe. Hä? Ist kein Autolot, habe ich wirklich selber gemacht. Es glaubt, ich weiß, dass ihr das nicht glaubt, aber habe ich wirklich selber gemacht. Und da sind die ersten Brote! Ah, wie cool! Ja. Dann haben wir zwar so ein bisschen diesen Trecker verschwendet mit dem Frontlader dran, aber der kann ja weiter unser Transporttrecker bleiben, der muss ja nicht wahnsinnig schnell sein. Ist doch alles gut. Kann man alles so machen. Und wir brauchen ja trotzdem noch irgendwie ab und zu mal, dass wir hier die Sachen an die Seite fahren müssen. Wenn da was im Weg steht und so. Trotzdem würde ich auch gerne gucken, ob es mit kleinen Autoload-Anhängern auch geht. Wir können ja beides machen. Wir können den Anhänger nehmen und den kleinen Autoload. Aber das Problem ist letztlich wirklich dieses... Ja, man ist halt sehr lange dran. Wir haben das jetzt mal ein bisschen gemacht. Wir haben uns das angeguckt. Das ist ja auch gut. Und dann reicht es ja auch irgendwann wieder. Das ist so ein bisschen wie... Ich meine, ihr persönlich. Ich weiß ja, ihr wünscht euch das. Dass ich... auch solche Sachen mache. Und manchmal denke ich, das ist so ein bisschen wie damals als Kind, als es immer hieß, lecker Spinat mit Blub ist total lecker. Und Mama gesagt hat, komm, du musst aber zumindest mal probieren. Irgendwie so ein bisschen ist das so. Und ja, so komme ich mir dann auch vor. Ne? Ihr sagt, ja komm, mach, tu und so weiter. Und letztlich ist es so ein Probieren und dann feststellen, ja, aber es ist wirklich, es tut mir leid, es ist wirklich nichts für die Art, wie ich spiele. So, kann man diese Ballen irgendwie kleiner machen? Der kriegt ja noch niemals einen Ballen fertig hier. Oder, vor allen Dingen, warum lässt du da einen Streifen stehen? Muss man da noch irgendwas anderes zu sagen? Ich weiß es nicht. So, wie ich sagen, wir verkaufen den Anhänger auch direkt wieder. Weil wir haben ja keine Verwendung für. Und gucken mal, wie das mit dem Autoload geht. Wobei, wir sollten den nicht verkaufen, wenn wir noch nicht wissen, ob es geht. Aber bei Autoload habe ich da eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Und ich wüsste jetzt nicht, wofür wir den Anhänger sonst noch brauchen sollten. Ist jetzt ein bisschen viel und her in letzter Zeit mit den Maschinen. Aber das ist ja dieser Playtest, ne? Wir probieren aus, wir machen, wir tun und überhaupt seine Oma, ne? So. Autoload. Auch nur. Ganz kleiner Anhänger. Der hier. Geh mal drauf, sagen Autoload für Paletten. Garderol Rot. Aufbaufarbe. Das können wir eigentlich so lassen, ne? So, GG 003. War richtig, ne? Wir haben den Klaas. Das andere ist ein SW, ein Silagewagen. 003. Und dann machen wir mal... was hatten wir da? PT, ne? Palettentransporter. Weil mit AH hatten... der ein oder andere mir prognostiziert, würde es einen Twitter-Ungewitter geben. Das wollen wir natürlich nicht. So, Reifen. Ja, der, machen wir mal so. So. Kostet 9000. Und ich nehme an, ich hatte jetzt Autoload schon drin. So, dann nehmen wir den mit. Und wir nehmen natürlich den Ballenanhänger auch mit. Da müssen wir nicht zweimal fahren. Der ja dazu da ist, damit wir hier diese riesen Wollballen dann in unserer Produktion zu führen. Wie gesagt, wir machen das mit der Baumwolle ja, um zu gucken, auch wegen Produktion.
Und ja, dann würde ich sagen, in dieser Folge verkaufen wir unsere ersten Brote und in der nächsten unsere erste Baumwolle oder so. Dann haben wir dann eine schöne runde Geschichte hier rausgemacht. Das könnte ja so oder so ähnlich hinkommen. Und jetzt gucken wir mal, wir brauchen wieder ja demnächst, wir brauchen Eier. Aber erstmal brauchen wir auch Mehl. Ich meine, jetzt bei 13% von der Hat der denn kein... Der ist bei 13% von der Baumwolle. Ah ne, der braucht eine Zapfwelle und so, ne? Die hat er natürlich nicht. Wir können den doch nichtmals einfach nur mitnehmen. Wir brauchen einen Kugelkopf hinten dran. Na gut. Dann, wo fahren wir hier mit hin? Damit wir das mal testen. Zum Mehl, glaube ich, zur Mühle. Ein bisschen Mehl müsste noch da sein. So, der ist gleich voll und ruft seinen Abfahrer. Der... Wo ist er denn? Ach, da hinten steht er. Schon einmal abgeladen. Und so, Gewächshäuser. Ja, wie sieht es hier aus? 14.000, da wird... Also dieses Wasserpendelsystem, das funktioniert wirklich sehr gut. 7.000. Hab auch den Salat schon wieder weggeholt hier, aber der wird ja auch ziemlich schnell voll. Und dann liegen die Felder wieder brach, ne? Das ist auch so ein bisschen... Ja. Gut. Ja, zwei Erntemaschinen, die hier heftig am vor sich hin ernten sind. Ob der hier seinen ersten Ballen jemals vollkriegt? Man weiß es nicht. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal diesen Streifen da beheben. Na, immerhin nochmal 4 Paletten. So, Autoload. Gucken wir mal, ist es denn überhaupt dran? Autoload Paletten 3. 4. Ja, das sieht doch schon ganz anders aus, als wenn ich die auflade. So. Haben wir denn hier noch was drin? 840. Das war's. Da kommt also nichts mehr. Und da gehen wir mal hier zur Bäckerei. Durchfahrt habe ich nochmal eine neue Linie reingemacht. Werde das dann auch in den Kursen, die ihr auf Garderoll Plus dann runterladen könnt, nochmal aktualisieren bei Zeiten. Aber ihr seid ja da Gott sei Dank sehr geduldig. So, was macht denn unsere Baumwolle? Ich habe den Streifen mittlerweile entfernt. Und ja, wir sind bei 25%. Ich glaube, wir werden keinen Baumwollballen verkaufen, nicht. Überhaupt, dann die Baumwolle. 5.000 haben wir jetzt. 5.000 und wir kriegen... Wenn wir die nur verkaufen, 3... Oh, okay, das ist schon ein dicker Preis für ein Erntegut. Tja, da bin ich ja mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Aber wie ich schon sagte, das sieht nicht gut aus. Ah, dafür werden wir dann hier, wie versprochen, unsere ersten Brote noch verkaufen. Jetzt wollen wir mal gucken, wer die überhaupt kauft. Ich nehme an, Le Jardin de Jajajaja, wie immer. Gut. Auch wie langsam das mit dem Brotbacken geht, ne? Das soll man auch mal sagen. Ich wünschte mir eigentlich, dass es so Autodrive-Dinger gäbe, so wie so ein 7,5-Tonner, wenn ich... Ist da meine Einschätzung richtig? Also dieses Ding hier doppelt so groß. Das wäre so ein bisschen... Ich glaube, das würde besser passen. Wieso können wir die letzten nicht laden? Ist hier noch nicht voll. Also wir haben jetzt 5 Kisten Brote in 3 Monaten, ne? Also ich sag nur, also die Bäckerei ist wirklich... Die Mühlen der Bäckerei mahlen sehr langsam. So. Nur nicht die Eier. Genau das meine ich nämlich. Ich gehe das mal eben beheben und dann gehen wir Brote verkaufen, ja? Ich ganz kurz. Ich überlege gerade, mit was ich so zufrieden wäre für den Aufwand, den wir hier getrieben haben. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kisten geworden. Hm.
Also sagen wir mal, über 20.000 sollten es schon sein. Und dann, ja, ich glaube, dann kann man sagen, das ist ganz okay für den, für den Aufwand. Und es sind 29.000. Da würde ich schon sagen, das ist schon okay. Vor allem, wir haben ja jetzt noch lange nicht alles verkauft. Also es gibt durchaus durch die mehr Mühe eine Preissteigerung bei dem, was wir hier so tun. Das ist schon mal gut. Ja, hier läuft die Ernte weiter, aber hier ist die Baumwollernte fertig. Die Frage ist, kriegen wir das Ding jetzt da irgendwie noch Rost oder was? Ich glaube nicht. Unfertige Ballen. Doch, wir können die Produktion schon beginnen, indem wir einen unfertigen Ballen abladen. Dann würde ich sagen, vervollständigen wir diese gesamte Mission in der nächsten Folge. Denn dann überlegen wir uns auch, was wir noch Neues anbauen und wie das alles aussieht. Und überhaupt würde ich mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen hier im LS22. Tschüss!